Hallo und herzlich willkommen zurück zu Slender the Arrival. Ich hatte gerade einen viel zu guten Tag, dann dachte ich mir, vermiese ich ihn mir doch mal, indem ich eine Runde Slender spiele. Heute leider mal ohne Facecam, denn irgendwie... Ja, ich hätte das jetzt nicht gemacht, wenn ich die Facecam hätte anmachen müssen. Ich fühle mich noch so ein bisschen unwohl mit der Facecam und ich sehe gerade, normal. Nehmen wir doch mal das... Nehmen wir die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Nein, das ist bestimmt der Modus. Der ist so einfach, dass das schon gar nicht mehr geht. Für Kackboons wie mich. Und ich würde sagen, wir holen uns heute mal alle Seiten. Absolut kein Problem. Und treten ihm ordentlich in den Arsch. Wenn ich jetzt bei 7 Seiten sterbe und das ist hier der mega heftig Extreme Mode oder was auch immer, dann... Wow, 3 Kanus können wir noch... holt, wie zoome ich zurück? Ich habe jetzt gerade reingezoomt. Okay, mit Kugeln zoome ich zurück. Und was haben wir hier? Die Parknotizen. Nee, Regeln. Und hier, was können wir alles machen? Schwimmen können wir. Wow. Gehen wir schwimmen. Und sogar mit unserem Fernlicht, die Taschenlampe können wir auch komplett ausbauen, habe ich gesehen. Aber, ja, ihr seht viel, ne? Seht ihr viel? Glaube ich. Da oben ist der Turm. Wollen wir da als erstes hingehen? Denn der wird, glaube ich, nicht so schwer zu finden sein. Glaube ich. Ach komm, gehen wir da einfach mal. Obwohl, nee, gehen wir erst woanders hin. Vielleicht gehen wir als erstes sogar ins Haus. Und ich finde es cool immer noch, dass da oben die Zeit steht. Nur, dass die Kameraführung wieder unter aller Sau ist, ist ein wenig doof. Hey, da ist ein Auto. Wollen wir mit dem anfangen? Warte, vom Turm aus in die Richtung. Nee, machen wir damit gleich weiter. Ja, wir gehen jetzt hier mit Techniken ran. Beim letzten Mal habe ich hier nämlich tierisch auf den Sack gekriegt. Und wollen wir das diesmal nochmal haben? Nein, wollen wir nicht. Und warum sprinte ich schon? Es passiert doch noch gar nichts. Oh, ist das die... Wovon ist die Taschenlampe? Die Batterie meine ich da oben. Für die Taschenlampe. Bin ich jetzt selber schon vorgeplappert. Ich höre schöne Geräusche von da unten. Alter. Hört ihr das auch? Hört ihr das? Es zieht mich hier nach unten. Und ich weiß nicht mal warum. Was ist das? Hört ihr das? Dieses... Von hinter mir. Von hinter mir. Ohne Facecam finde ich das viel geiler. Da muss ich überhaupt kein Licht anhaben. Dann ist es hier viel dunkler und gefährlicher und ich soll mir nicht so viel umgucken. Aber wen interessiert das schon? Niemanden. Hoffentlich stürzt das Spiel nicht wieder ab. Wie ist das sonst noch? Jetzt hat es aufgehört. Wenn wir wieder zurückgehen. Oh, oh. Oh, okay. Da ist es wieder. Warum ist das Geräusch hier? Wenn es einer weiß, schreibt's in die Kommentare. Hey, großer Bastard, wo bist du? Und ich zu Hause, hast du meinen Fähigkeiten gehört, die so überragend sind, dass man sich mal in einem Schwierigkeitsgrad ausdrücken kann und wir auf 3 Fragezeichen spielen. Ich bin heftiger als die 3 Fragezeichen. Guckt mal, was ich gefunden habe. Oh, yeah. Suck it, ich höre Schritte. Nicht schlimm. Gehen wir hier lang, sieht sicher aus. Alles klar bei dir, Slendy? Bist du heute nicht zu Hause? Oder vielleicht steht er gerade unter der Dusche. Ist immer ein bisschen schwierig für ihn, das braucht immer ein bisschen mehr Zeit. Denn ich meine, wenn du so groß bist, findest du keinen Duschkopf, der so weit, nee, der so konzipiert ist, dass du ihn so weit an der Decke anbringen kannst. Und wir sind schon wieder hier. Ja, super. Die ganze Technik am Arsch. Egal, rennen wir gleich einfach mit 7 Seiten in das Haus rein. Wir sind schon seit 3 Minuten dabei und haben jetzt gerade ebenfalls angefangen, Notizen zu sammeln. Ist der schon da? Hey, du großer Bastard, wo bist du? Ich höre Schritte hinter mir. Aber ich sollte mich nicht zu viel umsehen. Auch wenn ich glaube, dass es in diesem Spiel gar keinen Unterschied mehr macht. Letztlich habe ich mich einmal komplett nicht umgedreht und ich bin früher gestorben, als ich es vorher getan habe. Aha, da hängt auch eine Notiz. Ich würde gerne hier hochklettern, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oh, sehr schön. Oh, 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 sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist der hier? Wo bist du? Alter, jetzt gib Ruhe. Ich bin gar nicht hier. Taschenlampe aus. Ich weiß, ihr seht nichts, aber ich sehe auch nichts. Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Hier ist schon mal nicht der Weg. Gehen wir hier lang. Laufe ich gegen einen Baum? Ich sehe gar nichts. Ja, ich laufe gegen einen Baum. Puh, okay. Folgt er uns noch? Oh, Taschenlampe, ich habe ihn gesehen, ich habe seine Hände gesehen. Ich sehe ein wenig was, ein bisschen was. Was ist das da oben? Ein anderes Auto, das ich nicht gesehen hätte, wenn ich die Taschenlampe angehabt hätte. Ist da eine Notiz irgendwo?
Oh ja, wir können nicht weglaufen. Die Notiz passt doch jetzt. Wir können weglaufen. Weil du keine Ahnung hast, wo wir hinlaufen. Wenn ich die Taschenlampe aus... Alter! Nein, 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 nein. Da ist, ist er das? Nein, das ist er nicht. Das ist er nicht. Renn einfach weiter, renn einfach weiter. Das wäre der Kopf von dem. Oh, wir haben noch eine. Ich dominiere das Spiel. Lauf weiter. Da vorne ist das Haus, wo ich eigentlich das erste Mal rein wollte. Oh, diese Musik. Taschenlampe aus, wenn wir reinrennen. Das Parkinspektor Kackhaus. Hier irgendwas drin? Nö. Da, oh, oh shit, oh shit. Da ist eine Notiz. Und schnapp. Nein, Mann, Alter. Oh, nein, 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 nein. Schnapp. Herzinfarkt! 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 Okay, bis ich mich davon beruhigt habe, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das wäre natürlich gerade ein Video gewesen, um die Facecam anzumachen. Ich glaube, ich habe mich gerade bepisst. Die Hose ist trocken, in einem anderen Sinne bepisst. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Danke fürs Zuschauen, wie immer. Und haut mir mal einen Kommentar rein, welches Slender-Game ihr als nächstes sehen wollt. Oder wenn es auch nicht Slender ist, haut's auch raus. Ich hätte auch nichts, mal nichts gegen etwas anderes. Solange es gruselig ist. Und ihr es kennt oder nicht, oder ihr gehört habt, dass es gut ist, ich höre jetzt auf zu labern. Wir sehen uns und haut rein. Ciao.